bin Ihnen zutiefst verbunden, dass Sie gekommen sind. Es ist noch eine Frau verschwunden, sagten Sie? In diesem Haus hier gibt es eine Menge Geister, Miss Ellen. Mehr, als Sie vermuten. Ich bin drinnen. Frauen. Schmerz. Zorn. Setzen Sie sich. Sünde, damit hat alles begonnen. Tu Buße dort oben. Baue mich bis in den Himmel und das Leben währet ewig. Baue mich bis in den Himmel und das Leben währet ewig. Sprechen Sie mir nach. Baue mich bis in den Himmel und das Leben währet ewig. Baue mich bis in den Himmel und das Leben währet ewig. Baue mich bis in den Himmel und das Leben währet ewig. Also wirklich, ich glaube, jetzt reicht's. Hört auf mit dem Unsinn. Sünde, damit hat alles begonnen. Leben ohne Furcht. Tu Buße dort oben. Leben ohne Tod. In diesem Haus wird von nun an nicht mehr gesündigt. Es reicht, habe ich gesagt. Danke, Rose Red. Verflucht will ich sein, so etwas weiter in meinem Haus zu dulden. Ihr seid bereits verflucht, Sir. Eure Verdammnis nährt es. Ich werde niemals aufhören, dich weiterzubauen. Wie reizend du aussiehst. Hast du sie mitgebracht? Danke. Nein. Du hattest vorhin, was du wolltest. Du bist meine Frau, also lass mich rein. Nein, heute nicht. Ich sagte nein. Ich habe zu tun. Oh ja, das hast du. Deine Ehepflichten hast du zu erfüllen. Ich werde schreien, John, dermaßen, dass die gesamte Dienerschaft angerannt kommt. Willst du das wirklich riskieren? Du weißt genau, was ich will. Du schuldest es mir. Das ist Grund genug, es noch einmal zu überdenken. Nicht heute Nacht. Das werden wir sehen. Ich schreibe nun aus großer Verzweiflung. Ich spüre überall die Gefahr für Sukina und mich. Nun begreife ich, was ich vor 7 Jahren noch nicht begreifen konnte, weil ich noch nicht so weit war, es zu begreifen. Rose Red ist eine andere Welt, eine gespenstische Welt. Und sie ist gefährlich. Und? Wenn es mit diesem Kleid nicht klappt, dann weiß ich auch nicht weiter. Du bist unwiderstehlich. John Rimbauer hat sich gegen eine Heirat wie lange gesträubt, Conny? Nicht bei dir, ganz sicher nicht. Danke, dass du da bist. Und eine so gute Freundin. Bitte. Eigentlich bist du eher wie eine Tante für mich. Manchmal wünschte ich, dass Doug nicht Johns Partner wäre, denn wenn das nichts wird, ich würde dich nur äußerst ungern verlieren. Du wirst mich niemals verlieren, niemals, meine Gute. Du darfst nicht zulassen, dass dies deine Gefühle John gegenüber beeinflusst. Ellen, John ist nicht wie die anderen Männer, er ist was? Ach, was, vergiss es. Lass uns nach unten gehen. Mir war nicht klar, dass ich nicht eine Beziehung mit einem Mann haben sollte, den ich wirklich liebte, sondern mit einem Haus. Einem außergewöhnlichen Haus. Einem Haus, das mich schon sehr bald besitzen sollte. Das uns alle schon sehr bald besitzen sollte. Wie soll ich sagen, Danielle? Du wirst dir wohl einen neuen Job suchen müssen. Diese Frau ist eine wahre Schönheit. Ja. Das ist sie wahrlich. Ah! Conny, Ellen, ich möchte euch Daniel vorstellen. Mein Chauffeur und Komplize für alles. Das ist mir eine Freude. Ist das Wetter nicht etwas unpassend für eine Spazierfahrt? Aber nicht doch, es sei denn, Sie möchten hier bleiben. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Dann nichts wie los.
Viel Spaß euch beiden. Danke. Sind Sie schon jemals in einem Automobil mitgefahren? Für alles gibt es ein erstes Mal. Allerdings, halten Sie sich gut fest. Es könnte mitunter etwas holprig werden. Was für eine Überraschung denn? Wenn ich Sie verraten würde, wäre es doch keine Überraschung mehr. Sie sind wirklich unverbesserlich. Ja, euer Ehren. Schuldig. Charmeur. Wie arm sind die dran, die von Ungeduld gequält werden? Auch eine Wunde heilt langsam und erst mit der Zeit. Fürwahr. Aber würde nicht sogar Othello bei einem Mann die Geduld verlieren, der nicht seine wahren Absichten preisgibt? Eine Frau, die Shakespeare kennt, aber wenig von den Absichten eines Mannes zu wissen scheint. Könnten wir vielleicht mehr als küssen, wenn wir verlobt wären? Halten Sie um meine Hand an, John Rimbauer? Und wenn dem so wäre? Ich dachte bisher bloß Wahrsager und Orakel beantworten eine Frage mit einer Gegenfrage. Sie und Wahrsagerei? Eine weitere Frage. Ich erkenne, woran ich noch zu arbeiten habe. Schließen Sie die Augen. Und jetzt öffnen. Mit dem Schiff den ganzen Weg von England hergebracht, Stein für Stein, Balken für Balken. Ich sagte doch, ich hätte eine Überraschung. Morgen, John. Tag. Campbell wird heute wieder nicht abladen. Alan, schön, Sie zu sehen. Sie sehen wie immer bezaubernd aus und dieses Kleid ist... Danke. Ich komme gerade von Ihrer lieben Frau. Ach ja? Und wie geht es ihr? Alan, das ist Jack Finney, mein Bauleiter. Jack, das ist Alan Gilchrist, die liebreizendste Frau, die ich kenne. Es ist mir eine Freude. Es gibt anscheinend ein paar Unstimmigkeiten wegen der Transportkosten, nichts Bedeutendes, aber ich muss mich darum kümmern. Entschuldigt. Darf ich Ihnen vielleicht das Anwesen zeigen? Oh, sehr gern. Unterschreiben Sie das hier. Gehen Sie damit zu Finney oder John Rimbauer? Ich kenne weder einen Finney noch einen Rimbauer. Ich kann Ihnen meine Unterschrift nicht erscheinen, der Vertrag wurde gekündigt. Wieso sind Sie eigentlich hier, Doug? Doch nicht wegen des Ölgeschäfts, oder? Wohl weniger. Wissen Sie es denn nicht? Mr. Posey soll hier die Fertigstellung übernehmen, während Sie beide... Während wir was? Noch eine Überraschung? Kann doch nichts dafür. Ich doch. Beruhige dich wieder. Lass ihn in Ruhe. Ich mache. Hey, das Gewehr. Das hier wird unser Zuhause, Alan. Vorausgesetzt, Sie nehmen meinen Antrag an. Was war das, John? Er hat O'Reilly erschossen! Mach dir keine Sorgen. Wir kümmern uns darum. So etwas zu diesem Zeitpunkt. Ist das ein Zeichen? Soll ich es als ein solches verstehen? Nicht doch, beruhigen Sie sich. Es ist nichts, Alan. Das waren nur irgendwelche Betrunkenen, die sich gestritten haben. Weiter nichts. So sind die Iren halt. Nichts weiter? Sind Sie wirklich sicher? Möchten Sie meine Frau werden, Alan? Das ist es doch, was Sie wollen, nicht wahr? Mrs. John Rimbauer. Ja. Ja, das möchte ich. Sie wird
einfaches Guthaben und die glücklichste Frau von Seattle werden. Glück wird sie brauchen, so viel sie kriegen kann. Wie meinst du das, Fanny? Jede Frau braucht so etwas wie Glück. Mehr meinte ich nicht. Dieser Name, Rose Red, war das deine Idee oder Johns Idee? Alan, selbstverständlich. John hat dir doch das Haus zum Geschenk gemacht. Ich wäre vorsichtig, wenn es um John Rimbauer und ihn betreffende Eigenschaften geht. Redest dir ruhig von der Seele, Fanny. Von uns erfährt niemand was. Gib es doch zu, du bist neidisch. Du hattest deine Chance mit John und nun... Ihr müsst euch nicht verstellen. John hat mir alles über sich erzählt. Auch das, was in der Vergangenheit war. Es ist nur die Vergangenheit, mehr nicht? Ihr wisst ja, was man über die Vergangenheit sagt. Das Dumme an ihr ist bedauerlicherweise, dass sie sich wiederholt. Für die zumindest, die es unterlassen haben, aus ihr zu lernen. Tja, es wäre zu schön, wenn man so um die Ecken schauen könnte. Ich kenne da eine Frau, eine Wahrsagerin. Sie sagt, sie kann in die Vergangenheit und in die Zukunft sehen. Vielleicht sollten wir ihr einen Besuch abstatten. Eine Wahrsagerin? Ist das dein Ernst? Eine Mystikerin. Ist es denn wirklich so abwegig, über die Fähigkeit zu verfügen, ins Jenseits zu blicken, Alan? Oh nein, vielen Dank. Ich habe mit dem Diesseits genug zu tun. Hochzeitsfeier, Flitterwochen. John und ich werden eine Reise um die Welt machen, bis das Haus fertig ist. Ich kann euch verstehen und weiß wirklich eure Sorge sehr zu schätzen. Jede von uns kennt John von einer anderen Seite. Doch was mich betrifft, ich liebe ihn von ganzem Herzen. Aber es ist sein Herz, mit dem du zufrieden sein musst. Das habe ich jetzt einfach überhört, Fanny. Wir sind auf dem Weg nach Afrika. Oder vielmehr aufgrund der Gelüste und des eigenartigen Verhaltens meines Mannes auf dem Weg direkt in die Hölle. Er gibt niemals Ruhe, ist niemals gesättigt, niemals berechenbar. Für ihn gilt niemals, genug ist genug. Er verändert auch mich und wie mir scheint, nicht zum Besseren. Mein Name ist Sukina. Beim nächsten Mal, wenn ich versuche, Ihnen behilflich zu sein, dann sollten Sie auf mich hören. Er ist auf Safari, Ma'am, und wird noch ein paar Tage fort sein. Muss ich jetzt sterben? Nein. Es ist eine Krankheit, über die nicht gesprochen wird. Die Männer sind von ihr befallen und die Frauen müssen unter ihr leiden. Sie zieht vorüber, bei Ihnen. Aber für den Mann... Es ist nicht so einfach. Kommen Sie, trinken Sie das. Wird es mich gesund machen? Nein. Nur die Gabe wird uns heilen. Sie glauben doch, dass Sie die Gabe haben, nicht wahr? Natürlich, ich kann sie in Ihnen erkennen. Wirklich? Es gibt nur sehr wenige, die Sie haben. Dieser verfluchte John Rimbaugh. Das werde ich ihm niemals verzeihen. Natürlich werden Sie das. Es gehört zu den Aufgaben, eine Ehefrau verzeihen zu lernen, selbst Männern wie ihm. Ich werde Ihnen dabei behilflich sein. Sie kommen! Aus dem Weg!
Willkommen in Rose Redshirts. Unserem Zuhause. Gefällt es dir? Es ist groß. Wenn man Größe mag, ist es schön. Ist es nur das? Ist es bloß groß? Es ist das Haus eines Ölbarons, gewiss. Aber was ein Zuhause ausmacht, ist nicht das Gebäude, sondern sind die Menschen, die darin wohnen. Wir hatten doch zusammen sehr viel Spaß. Während unserer Forschungsreise. Das war doch nicht übel, oder? Das war nicht übel, nein. Na siehst du, man sollte immer allem aufgeschlossen sein. Sich selbst erlauben, Freude am Leben zu haben. Ich möchte mich hier nicht einsam fühlen, John. Ich habe nicht geheiratet, um die ganze Zeit allein zu sein. Sir, einen Moment bitte. Das Gepäck ist angekommen. Entschuldige mich. Und? Wie findest du es? Es ist weitaus mehr als nur ein Haus, Ma'am. Weitaus mehr, ja. Aber noch kein Zuhause. Ein Zuhause erbaut sich aus Herzen, nicht aus Mahagoni und Glas. Ich denke, wir sollten unsere Heimkehr gebührend feiern. Ein Fest? Warum eigentlich nicht? Es wird das großartigste und berauschendste Fest, das es jemals in Seattle gegeben hat. Ladies and Gentlemen, seien Sie willkommen. Ich erhebe mein Glas und bitte Sie, mir zu folgen und auch Ihre Gläser zu erheben, um mit mir auf diesem Eröffnungsball anzustoßen. Auf Rose Red. Auf Rose Red. Und natürlich nicht zu vergessen auf meine zauberhafte Frau, Ellen Rimbauer. Auf Ellen. Bitte, bitte, vergnügen Sie sich. Kann ich meine beiden besten Freundinnen miteinander bekannt machen. Dass uns Sukina begleiten durfte, war das erste Zugeständnis, das ich meinem Mann nach der Hochzeit abgewinnen konnte, was nicht leicht war. Und es wird sicher nicht das Letzte sein. Gib nicht nach. Ich habe nur Gutes von dir gehört. Ellen, wäre es sehr vermessen von mir, wenn ich Sie fragen würde, ob Sie mir mal das Haus zeigen könnten? Das könnte ich übernehmen, Ma'am. Ich führe Sie hier rum, wenn Sie wünschen. Aber sehr gern. Bitte folgen Sie ihr. Das darf doch nicht wahr sein. Umdrehen, meine Liebe. Aber unauffällig. Unauffällig. Unglaublich. Und das vor all den Leuten hier. Die meisten hier denken, wir sind verrückt, weil wir unseren Ehemännern treu sind und mit ihren Lügen leben. Was denn für Lügen, was dich und Dirk angeht? Irgendwann mal erzähle ich dir unsere kleinen schmutzigen Geheimnisse. Du und ich, wir beide sind doch gar nicht so verschieden. Glaub mir, Liebes. Wir wissen die Vorteile eines Platzes in der High Society zu schätzen. Die Macht, den Luxus, das Geld. Nicht der König, die Frau hinter ihm regiert. Wenn du verstehst. Es kommt mir manchmal so vor, als hätte ich meine Seele verkauft.
du das gehört? Was gehört? Die Musik? Ja, die ist sehr schön, nicht wahr? Nein. Also, ich weiß nicht. Alan, jetzt erzähl mir nicht, du glaubst auch an all diesen Unsinn. Was für einen Unsinn? Wovon redest du? Ach, diese indianischen Arbeiter. Sie reden von irgendwelchen Flüchen, von heiligem Boden und all diesem Schwachsinn. Seit dieser blöden Schießerei. Damit hat alles begonnen. John! Liebste Freundin, Sie müssen keine Angst haben, es ist alles gut. Beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich. Ich weiß. Ich weiß. Sie hat nur etwas zu viel gefeiert. Wir sollten ihr jetzt ein bisschen Ruhe gönnen. Sie haben gesagt, ich kann mich umsehen. Sie haben... Was ist denn passiert? Was war denn los? Bitte, John, heute nicht. Ich bin müde. Diese Frau vorhin, was sie gesagt hat. Diese alte Ziege. Ach, komm schon, Schatz. Das Fest war ein riesengroßer Erfolg. Und ich habe mir etwas Aufregendes einfallen lassen. Du wirst staunen. Du bist betrunken. Bitte nicht. Ich habe mich furchtbar erschreckt. Das Fest ist vorüber. Nein. Oh. So ist es gut, Schatz. Ich will das jetzt nicht wirklich... Eine Überraschung für dich. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Für Afrika. Für all meine Fehler, verstehst du? Für all die Leiden, die du meinetwegen ertragen musstest. Oh, John. Ich flehe dich an. Bitte vergib mir. Lass uns einen Neuanfang wagen. Heute Nacht. Heute Nacht könnte unsere Taufe stattfinden. Sag die Worte. John. Sag die Worte. Ich vergebe dir. Das wird dir gefallen. Thank you.
Wie sehr du doch das Unerwartete liebst, nicht wahr? Ich wurde schwanger. In jener Nacht nach dem Eröffnungsball. Ich bin sicher, dass es in jener Nacht war. Denn im Anschluss daran kühlte Johns Leidenschaft merklich ab. Zumindest mir gegenüber. Falls du dich reingelegt fühlst, bitte ich um Verzeihung. Reingelegt? Warum sollte ich mich reingelegt fühlen? Eigentlich hatte ich gedacht, dass wir in eines dieser vornehmen Cafés in der Stadt fahren. Aber den Tee auf Rose Red bei den Rimbauers einnehmen? Ich bin etwas überrascht, zugegeben. Du führst doch etwas im Schilde, Conny, was zu nichts Gutem führen kann, habe ich recht? Vorsicht, Stufe. Wir sollten Ellen nicht warten lassen. Und die Kopfschmerzen und das ständige Unwohlsein? Zu nett, dass du das fragst. Schon besser, vielen Dank. Warum hat man dich nicht früher aus dem Bett gelassen, wenn es dir so gut geht? Tja, keine Ahnung. Ich bin froh, dass du da bist, Fanny. So kann ich mich endlich mal bei dir bedanken, persönlich. Dafür, dass du dich in den letzten Monaten so aufopferungsvoll um John gekümmert hast. Somit stehe ich eindeutig in deiner Schuld. Ach was. Für eine Freundin tue ich doch alles. Ja. Deine diesbezüglichen Dienste waren weitaus mehr als das, was eine Freundin von ihrer Freundin erwarten kann. Doch nun, wo es mir wieder besser geht und das Baby fast auf der Welt ist, wird John mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, wenn du verstehst. Was du nicht sagst, weiß er von seinem Glück? Wie ich mich für euch freue. Ich dachte, es wäre besser, dies einfach mal anzusprechen, so von Frau zu Frau. Denn Männer vermögen oft unvernünftig zu sein. Versuche, Männer nicht vorzuschreiben, welche Stute sie zum Reiten auswählen sollen. Du wirst immer wieder überrascht sein. Drohst du mir etwa? Wie kommst du nur auf sowas Absurdes, Alan? Wünscht noch jemand Tee? Alan. Habt ihr das gehört? Was gehört? Fanny? Bitte nach, ob Miss Formenta im Gästebad ist. Preston, Sie schauen im Billardzimmer und im Esszimmer nach. Rufen Sie das Personal zusammen. Ja, Ma'am. Oh, John, da bist du ja endlich. Sie ist einfach verschwunden. Fanny, da drüben hat sie gestanden und auf einmal... Sei doch nicht albern. Fanny macht gern solchen Unfug. Mein Gott, na schön. Ich werde nach ihr suchen lassen. Du musst dir wirklich keine Sorgen machen. Setz dich hin und ruh dich aus. Ich kümmere mich darum. Es wird höchste Zeit, dass wir zu der Wahrsagerin gehen, von der ich dir erzählt habe. Sie nennt sich Madame Lou. Nein, John will nichts davon wissen. Ein Rimbauer zieht eine Geisterbeschwörerin zu Rate. Er würde mich eher einsperren. Sag doch einfach, du müsstest einkaufen. Sie sind hier jederzeit willkommen, Miss Conny. Sie haben eine Freundin mit Kind mitgebracht. So viel Segen in meinem bescheidenen Haus. Ich bin ihretwegen hier, Madame Lou. Sieh an. Welche Frage darf ich Ihnen beantworten? Wie viele Fragen darf ich denn stellen? So viel Sie wollen, mein Kind. Sagen Sie, was Ihnen auf der Seele liegt. Wie Sie meinen. Eine Frau ist wie vom Erdboden bei uns im Haus verschwunden. Plötzlich vor unseren Augen. Ist Fanny Formenta noch am Leben oder nicht? Ist das alles? Ist sie verletzt und in Gefahr? Braucht sie Hilfe? Können wir ihr irgendwie helfen? Können Sie ihr helfen? Es gibt viele Formen des Lebens. Ist es nicht so? Der Geist dieser Frau lebt. Madame Lou beschäftigt sich mit dem Übersinnlichen. Ja, ich sage es mal so. Sie lebt nicht so, wie Sie Leben verstehen. Und Sie, meine Liebe, was meinen Sie? Das Haus, Madame. Ich glaube, es führt mit jeder Wand, dass Miss Ellen
dieses Haus braucht. Seine Hilfe, seinen Schutz, wer weiß. Aber man spürt eine starke Gegenwart von etwas. Unerschlossene Kräfte. Ich würde dieses Haus gern mal kennenlernen. Es ist zu weit. Oh Gott, haben wir das Kind verloren? Uns bleibt keine Wahl mehr. Sie lassen sie allein? Sie hat die Afrikanerin gebeten, bei ihr zu bleiben. Das Baby liegt verkehrt herum, mit dem Becken voran. Sie wird dieses Kind nicht ohne Skalpell zur Welt bringen können. Ich brauche eine kurze Pause und einen Drink. Glauben Sie, das Kind kann gerettet werden? Wenn eine Wahl zwischen ihr und dem Kind bestehen würde. Aber so ist es nicht. Wenn dem so wäre? Aber dem ist nicht so. Jetzt brauche ich einen Drink. Das ist unmöglich, mein Gott. Es ist ein Junge. Es ist ein Junge. Junge. Er schläft friedlich und still in seinem Zimmer, Miss Ellen. Sie hatten wieder dieses Fieber. Die Geräusche kommen vom Flur. Für seinen Geburtstag, Ma'am, gefällt es Ihnen? Bist du sicher? Ganz sicher. Was hat das zu bedeuten? Es ist wegen Laura, Ma'am. Sie ist verschwunden. Was? Ich muss mich sofort ankleiden. Mach schnell. Es ist wieder geschehen. Ich wünsche nicht, dass jemand in diesem Haus vorschnelle Schlussfolgerungen zieht. Das ist zwar ein großes Haus, in dem jedoch niemand so einfach verschwindet. Wir werden Laura finden. Und wenn nicht, dann werden wir sicher eine Erklärung dafür finden. Sollte jemand etwas über ihr Verschwinden wissen, dann sage er das bitte jetzt. Es wird keinerlei negative Folgen haben. Also gut, dann wissen Sie ja, wie die Anweisung lautet. Wir treffen uns hier in 30 Minuten. Los geht's. Sie sind Gail, nicht wahr? Ja. Kommen Sie bitte mit. Schenken Sie uns bitte einen Augenblick Ihrer Zeit. Sie können mit mir offen über Laura sprechen. Miss Anne steht zu Ihrem Wort, Gail. Wenn sie sagt, dass Mr. John nichts davon erfährt, dann erfährt er auch nichts davon. Unser Küchenchef wollte, dass ich nach den Rebhühnern sehe. Es war schon sehr spät, gestern. Ich sollte eine Auswahl treffen. Da sah ich, wie Laura in den Kühlraum ging. Mit meinen eigenen Augen, Ma'am. Ich bin ihr gefolgt, weil ich wissen wollte, was sie dort suchte. Doch sie war gar nicht da drin, jedenfalls nicht im Kühlraum. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, Ma'am. Nicht eine Sekunde lang. Aber sie ging dort rein. Sie haben sich korrekt verhalten. Erwähnen Sie niemandem gegenüber etwas davon. Die Spur führt in den Kühlraum. Den sollten wir uns mal ansehen. Nicht jetzt. Nein, Ma'am. Wir werden es sicher tun, aber nicht jetzt, wo alle überall rumlaufen. Ich denke heute Nacht, wenn es im Haus ruhig ist.
Jedenfalls nichts von dieser Welt. Nein, Ma'am. Das reicht, glaub mir. Gail muss sich irren, hier ist nichts. Gail hat gesehen, was sie gesehen hat, Ma'am. Eine Frau wie sie lügt nicht. Überprüfen Sie die Wände. Hier muss es etwas geben, was wir bisher noch nicht entdeckt haben. Sein kann, Miss Ellen. Wer weiß, wo der Gang hinführt? Sie braucht uns. Laura. Und Rose Red, Ma'am. Niemand von uns kann sich dem entziehen. Eine Sicherung ist durchgebrannt. Bring das in Ordnung. Wollen Sie sie gleich mitnehmen? Ja. Warte! Seit wann rauchen wir denn, mein Freund? Wie meinen Sie das? Steck sie ins Auto, sofort. Bring sie von hier weg. Ich kümmere mich um das hier.
Ich werde niemals, das verzeih ich ihm nie. Wir müssen uns beeilen. Er hat ihr das angetan. Hast du sie gesehen? Diese Frau, die Daniel ihm gebracht hat. Eine gewöhnliche Straßendirne. Das Haus hat Laura genommen, um ihr weiteren Schmerz zu ersparen. Es ist besser so. Ich glaube nicht daran. Das sind doch alles bloß Gespenstergeschichten. Oh doch, sie glauben daran. Ich wusste es. Ich wusste es vom ersten Augenblick an, als ich sie sah. Sie besitzen die Gabe. Wir müssen lernen, das zu akzeptieren, was die anderen für unerklärbar halten. Verstehen Sie, es ist unsere Gabe. Ja? Hast du mit Zündhölzern gespielt, Ellen? Wie bitte? Wo bist du gewesen? Wann? Jetzt gerade? Hier. Ich habe in meinem Tagebuch geschrieben, wie jeden Abend. Du warst also hier und hast über deinem Tagebuch gesessen. Wie nett und unschuldig das klingt. Darf ich mal sehen, was du geschrieben hast? Hm? Möchtest du, dass ich eine bestimmte Passage lese? John, was ist denn auf einmal los mit dir? Draußen war ein Auto zu hören. Warst du das? Daniel, ich habe ihn in die Stadt geschickt, um etwas zu besorgen. Geschäftlich. Du arbeitest ziemlich viel, mein Schatz. Was denn, du wendest dich von einer Frau ab? Von einer Frau, die es wünscht? Es wünscht? Seit wann? Es ist schon seit Monaten nichts passiert. Die Jahreszeiten ändern sich. Genau wie die Frauen. Wir könnten ein Spielchen spielen. Wie findest du das? Komm, ich flüstere es dir ins Ohr. Kleine Miss, immer anständig. Bin ich das denn nicht? Oh, meine kleine Hure. Ich wusste es. Du wolltest es die ganze Zeit. Tiefer. Rosred dankbar sein. Wäre nicht die Lampe erloschen, hätte er uns erwischt. Das ist doch völlig absurd, das redest du dir nur ein. Ich kann es nicht. Es hilft uns. Akzeptieren Sie das doch. Akzeptieren Sie Rosred. Die Chinesin, Madame Lu, das ist die Lösung. Sie kann uns helfen. Sie sagte, sie würde das Haus gerne mal kennenlernen. Und sie könnte... Adam schreit, hörst du das nicht? Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn er schreit. Sukina, würdest du bitte nachsehen? Ja, Ma'am. Bleib. Wir müssen uns über etwas unterhalten. Über etwas, das wir beide tun müssen. Jetzt? Schon wieder? Soll ich die Tür verschließen? Nein, nein. Ich werde herausfinden, was Fanny und Laura zugestoßen ist. Mit einer Seance. Jetzt mach dich doch nicht lächerlich. Du bist eine Rimbauer. Wir sind in dieser Stadt angesehene Leute. Hier, in Rose Red. Auf gar keinen Fall. Die Dienerschaft wird es weitererzählen. Und wenn es alle wissen, werden wir zum Gespött der Leute hier in ganz Seattle. Ich werde alles arrangieren. Für heute Abend, wenn es klappt. Connie sagt, dass man mindestens 4 Leute dazu braucht. Ich habe gedacht, ich lade sie und Doug ein. Die haben dir den Quatsch eingeredet. Die Posies. Warum mischen die sich in unsere Angelegenheiten ein? Ich sag's nochmal. Diesen Blödsinn kannst du vergessen. Ich dulde es nicht. Nicht in diesem Haus. Ich habe dir einen Sohn geschenkt. Einen Erben. Du wirst hier bei uns diese Seance zulassen und du wirst daran teilnehmen. Und wenn nicht? Wenn nicht, wird meine Tür für dich verschlossen sein. Und Adam wird somit unser erstgeborenes und einziges Kind sein. Gil würde sich gerne unten mit uns treffen, Ma'am.
Wo, unten im Keller? Nein, wir sollen nach unten in die Wäschekammer kommen. Sie hat etwas entdeckt und möchte es uns zeigen. Es war reiner Zufall, Ma'am. Sie ging von ganz alleine auf. Ich habe nichts von der Klappe gewusst. Haben Sie dahinter etwas gesehen? Etwas sehr Furchtbares, Ma'am. Sehen Sie selbst direkt über dem Tisch. Sie werden es nicht glauben. Das ist Johns Arbeitszimmer. Ma'am? Überraschend, ja, aber nicht besonders furchtbar. Erzähl uns, was du gesehen hast, Gail. Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen. Es war wie Öl auf Wasser, wie heiße Luft über einem Feuer. Es hat sich bewegt, wie ein Schatten, aber da war gar nichts. Danke erstmal. Sie haben sicher zu tun. Sie können jetzt wieder gehen. Ja, Ma'am. Danke, Ma'am. Das erklärt einiges. Kein Wunder, dass die Geschäfte für ihn immer so gut laufen. Er spioniert von hier seine Geschäftspartner aus. Die und was noch, Miss Allen? Gail hat dort drinnen etwas beobachtet. Oder auch jemanden. Rose Red. Es wollte, dass wir das hier entdecken. Wieso? Es wird Zeit, das herauszufinden. Reichen Sie sich bitte die Hände. Und begrüßen Sie mit mir das Haus, welches uns umgibt. Öffne deine Tür. Ich bin drinnen. Frauen. Schmerz. Zorn. Du bist nicht allein, mein Kind. Ich bin hier bei dir. Setzen Sie sich. Sünde. Damit hat alles begonnen. Tu Buße dort oben. Baue mich bis in den Himmel und das Leben währet ewig. Meinen Sie das Haus? Geht es darum? Das Haus ist so gut wie fertig. Trotzdem vielen Dank. Baue mich bis in den Himmel und das Leben währet ewig. Baue mich bis in den Himmel und das Leben währet ewig. Sprechen Sie mir nach. Baue mich bis in den Himmel und das Leben währet ewig. Also wirklich, ich glaube, jetzt reicht's. Hört auf mit dem Unsinn. In diesem Haus wird von nun an nicht mehr gesündigt. Es reicht, habe ich gesagt. Danke, Rose Red. Verflucht will ich sein, dies weiter in meinem Haus zu dulden. Ihr seid bereits verflucht, Sir. Eure Verdammnis mehrt es. Ich werde niemals aufhören, dich weiterzubauen. Guten Abend, Gail. Ja? Es ist wegen Gail, Sir. Gail, soll mir das irgendetwas sagen? Wir sind beim Frühstück, Mrs. Abernathy. Was ist mit Gail? Sie ist seit gestern Abend verschwunden, Ma'am. Seither wurde sie nicht gesehen. Soll ich Preston die Polizei rufen lassen, Ma'am? Lassen Sie uns allein, Mrs. Abernathy. Wie viele Personen müssen noch verschwinden, bevor wir die Polizei benachrichtigen? Du solltest dir lieber die Frage stellen, Ellen, wer den Bau dieses Hauses weiter finanzieren wird. Allein wirst du das kaum schaffen. Wir brauchen einander. Du bekommst sie niemals ein zweites Mal. Das Haus lässt es nicht zu. Gestern Abend hättest du es verhindern können. Auch dieses Mal lag es in deiner Hand. Es ist also meine Schuld? Das hier ist jetzt dein Haus, nicht meins. Das heißt, solange ich bereit bin, dafür zu zahlen. Mein Haus.
so ist es. Du hast damit sogar recht. Ich wäre also etwas vorsichtiger, wenn ich du wäre. Denn man weiß nie, wer als Nächster dran ist. Willst du mir etwa Angst machen? Denkst du, dass dieses Haus mich wegschnappt? Du hast ja wirklich eine blühende Fantasie. Preston? Ma'am? Rufen Sie die Dienerschaft zusammen. Wir werden Gale suchen. Ich sehe keinen Grund, die Polizei einzuschalten. Unsere Tochter April kam zur Welt. Ihre Geburt war leichter als die von Adam. Aber ihr Arm, ihr linker Arm. Ich gebe John dafür die Schuld. Mein Mann hat einiges zu verantworten. Adam sagt, seine Freunde kommen nicht zu uns, weil sie Angst vor meinem Arm haben. Sag ich nicht. Sagst du doch. Mutter, das ist nicht wahr. Du bist Gottes ganz besonderes Geschöpf. Lass dich nicht beirren, mein Schatz. Adam, es gibt schon so genug Grausamkeiten, ohne dass ihr etwas dafür tut. Sei nett zu deiner Schwester. So, und jetzt ab ins Bett mit euch. Adam, gib sie mir zurück. Sie gehört mir. Er beginnt langsam so zu denken wie sein Vater. Schon bald wird er sich nichts mehr aus ihr machen. Das lasse ich niemals zu. Glaub mir, ein John Rimbauer in der Familie, das reicht mir. Manchmal dauern die Arbeiten am Haus bis tief in die Nacht. Ich finde die Geräusche beruhigend, sie... Conny? Ich muss mit dir reden. Es ist zum Schlimmsten gekommen. Ich habe dir doch mal erzählt, dass Doug und ich auch unsere Geheimnisse haben. Es ist an der Zeit, dass ich sie dir mitteilen möchte. Wenn es dafür nicht längst zu spät ist. So aufgefüllt warst du ja noch nie. Wenn ich da drinnen doch nur Mäuschen spielen könnte. Das würdest du gern? Ich glaube, ich weiß, wie ich dir helfen kann. Unterschreib. Kann ein Mann nicht mal einen Fehler begehen? Er kann. Und du hast einen begangen. Aber welcher Art Mann du bist, vermag ich nicht einzuschätzen. Es wird nicht wieder vorkommen. Mit einem Sekretär im Aktenraum. Du ekelst mich an. Im Hafen nachts die Seeleute. So abstoßend ich das auch finde, ich könnte darüber hinwegsehen. Aber in den Firmenräumen mit einem Angestellten... Du lässt mir keine Wahl. Unterschreib. Gib mir bitte noch eine zweite Chance. Ein Posten in Europa oder von mir aus oben am Nordpol. Sonst gehe ich zugrunde. Daran hättest du vorher denken sollen. Du hast mich in eine Lage gebracht. Die Firma kann sich einen solchen Skandal nicht leisten. Wenn nicht für mich... Dann für Conny, um Himmels Willen, John. Ein oder zwei Monate. Und wir sind mittellos, verstehst du? Das ist nicht mein Problem. Ich will, dass du dieses Haus sofort verlässt und hier nie wieder auftauchst. Und ich will, dass du niemals meinen Sohn wieder siehst. Wie kannst du nur... zu deinem eigenen Kind so herzlos sein. Du Monster! Ich? Du warst es, der alles verspielt hat. Und wofür? Für ein paar Momente selbstsüchtigen Vergnügens. Gerade du hast die Unverschämtheit, das zu sagen, John Rimbauer. Die Zeit läuft. Unterschreib oder lass es sein. Dann werden es eben alle erfahren. Auf das du schmorst in der Hölle. Mach dir nichts vor, Posey. Du wirst lange vor mir dort landen, glaub mir. Unternimm etwas mir zuliebe. Sind denn die Anschuldigungen wahr? Eine Zweckehe. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht. Aber Conny, da... Willst du den ersten Stein werfen? Nein. Nein, tut mir leid, du hast recht. Wir müssen etwas unternehmen. Doug hat seine Einkünfte dafür verwendet, mir einen Lebensstil zu bieten, den er für mich für angemessen hielt. Er hat recht. Zwei oder drei Monate, höchstens vier. Uns erdrücken enorme Schulden. Du musst mit John reden. Umgarn ihn, bitte. Hast du ihn gesehen? Doug? Nein, John. Es hat begonnen.
Der Niedergang in den Wahnsinn. Es ist diese Krankheit. Frauen genesen wieder davon. In Männern jedoch wird sie mächtig. Mächtig und frisst den Geist auf. Oh mein Gott, du musst mit ihm sprechen. Ich bitte dich. Der arme Dark. Er muss in einer furchtbaren Verfassung sein. Eine Minute und er wird sich wieder fangen. Danach wird er nach den Kindern schauen, um sich zu verabschieden. Er hat sie so lieb, die beiden. Was John gesagt hat, glaub mir, es hat ihn sehr verletzt. Daddy? Es ist Onkel Doug. Oh, Kinder. Wieso seid ihr da noch auf? Ihr müsstet doch längst im Bett sein und schlafen. Wir wollen aber lieber mit dir spielen, Onkel Doug. Bitte. Oh. Na schön. Ich sage euch, was wir tun. Wir drei spielen vor dem Schlafengehen schnell noch Verstecken. Einverstanden? Ich werde jetzt bis 10 zählen. Und ihr beide lauft los und versteckt euch aber vorher. Da müsst ihr mich beide noch mal ganz doll drücken. Also, versteckt euch. Schnell! Komm mit, Adam, wir verstecken. Eins. Zwei. Drei. Sagten Sie? Sie hat kein Wort mehr gesprochen, außer manchmal im Schlaf. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Sie redet also im Schlaf. Und man versteht, was sie sagt? Sie sagt nur seinen Namen, Onkel Doug, wieder und wieder. Das Haus. Hat sich inzwischen irgendetwas verändert? Haben Sie Stimmen gehört? Sind Türen zugefallen? Wind? Das Haus ist viel kälter, seit er sich erhängt hat. Ihr Sohn, dem geht es gut, sagten Sie? Sein Vater hat ihn fortgeschickt auf ein Internat. Ohne Ankündigung. Ich werde sie mir jetzt ansehen. So, das ist also April. Ein hübsches Kind. Eine hübsche Mutter. Komm, April. Setz dich her zu Mama Lou. Du hast gesehen, wie ein Mann sich das Leben genommen hat. Und seitdem hast du kein Wort mehr gesagt. Mama Lou denkt, dass du ein sehr kluges Mädchen bist, kleine April. Sprichst du vielleicht deshalb nicht, weil dir bisher noch niemand die Frage, die dich beschäftigt, beantwortet hat? Hat Mama Lou recht? Welche Frage? Ich habe immer wieder versucht, es ihr zu erklären. Die Frage lautet anders. Wenn er dich hören kann, ohne dass du etwas sagst, warum können die es nicht? Glaubst du womöglich, dass sie dich weniger lieben? Aber nein, nichts entspricht weniger der Wahrheit. Womöglich hören sie aber einfach nur nicht genau genug hin. Oder sie hören nicht auf die Art, wie man hören muss. Wer weiß, vielleicht stimmt mit denen auch etwas nicht, wenn sie ihn nicht hören. Sie wollen damit doch wohl nicht andeuten, dass... Sehen Sie? Sie würde mir niemals glauben. Das würde sie, wenn du es ihr erzählen würdest. Die dunkle Lady glaubt es dir zum Beispiel und Mama Lou glaubt es dir auch. Erzähl. Erzähl es ihr. Onkel Doug und ich, wir beide unterhalten uns in unseren Köpfen. Und? Spielt ihr auch miteinander? Du und er? Er kommt sehr gern hierher.
Er hat das Haus für uns gebaut. Hat er dir das nicht erzählt? Das Haus hat gesagt, du hast es gebaut. Du allein, Mama. Hat es das? Es hat gesagt, es hat meine Mama lieb. So lieb wie ich, hat es gesagt. Oder vielleicht auch etwas mehr. Danke. Danke, große Lady. Die Mutter bleibt bei dem Kind. Und die dunkle Lady wird eine alte Freundin zum Taxi geleiten. Ich wollte nicht, dass es uns hört. April? Nein. Das Haus. Ich möchte nicht, dass das Haus uns zuhören kann. Es wird immer stärker. Ja, ich konnte es genau spüren. Dass das Kind über das Haus und Ellen gesagt hat. Wenn die Liebe böse wird, dann wird sie nicht nur böse, sondern sehr böse. Miss Ellen verbringt zu viel Zeit mit ihrem kleinen Mädchen. Ich denke, das Haus ist eifersüchtig oder wütend. Es hat Onkel Duck nur benutzt, um die Kleine zu beeinflussen. Ihr drei müsst fort, weit fort von hier. Wären wir dann in Sicherheit? Es nimmt über das Kind direkt den Weg zur Mutter. Was nicht gut ist für die Mutter. Ein böses Zeichen. Ihr müsst gehen gleich morgen. Spätestens übermorgen. Miss Ellen darf es nicht erfahren. Aber ich muss... Das Haus hört jeden Gedanken von Ellen. Und wenn es mitkriegt, was Miss Ellen auf einmal vorhat, dann sie darf es auf keinen Fall erfahren. Gehen wir. Ich habe endlich etwas entdeckt, das mir viel wichtiger ist als Rose Red. April bedeutet mir alles auf der Welt. Wie konnte ich es nur so weit kommen lassen, dass ich mich derart auf das Haus fixiert habe? Allein. Und sie... Was ist los? Das ist... Nehmen Sie mit. Was soll das? Lassen Sie sie los. Nur eine Formalität. Dann soll sie hier befragt werden. Aufs Revier. Sie wird auf keinen Fall mit Ihnen in Ellen. Die Stadt fahren. Du steckst dahinter. Du konntest sie noch nie ausstehen. Ellen! Fragen Sie ihn nach den anderen. Anderen? Tun Sie Ihre Arbeit. Das war das Haus, um Sie hier zu behalten. Es weiß, dass Sie jetzt nicht fortgehen werden. Nicht ohne Sie, nicht ohne April. Sie tun mir weh. Ich habe nichts getan. Dafür wirst du büßen.
Das werden wir ja sehen. Alan, Schatz, schön, dass du wieder aufgestanden bist. 2 Tage, John. Es ist bereits 2 Tage her. Sie fehlt mir auch, Liebes. Sukina, John. Nicht April. Nichts bringt April wieder zurück. Noch nicht. Ich möchte, dass alles so wird, wie es war. Ja, wir alle wollen, dass es wieder so wird, wie es mal war. Dafür muss aber auch jeder von uns gewisse Opfer bringen. Jeder von uns, Schatz. Meinst du nicht auch? Ich möchte sie wieder hier haben. Ist auch ein Weg. Komm, sie wird aussteigen. Sukina. Erstmal ruhst du dich aus. Jetzt bin ich an der Reihe, dich zu pflegen. Das schulde ich dir schon lange. Irgendein Zeichen von ihr? Nein. Nicht heute, John. Wir haben eine Abmachung. Du und ich. Heute nicht, John. In 2, 3 Tagen wird sie wieder bei Kräften sein. Es gibt nebenbei auch noch andere Möglichkeiten. In Afrika, weißt du noch? Sie muss dafür nicht einmal aufstehen. Raus. Wir haben eine Abmachung. Die von nun an nicht mehr gilt. Ich will meinen Schlüssel wieder haben.
Sie sollte schnell wieder zu Kräften kommen. In einer Woche ist sie für immer aus diesem Haus verschwunden. Das ist unmöglich! Du kannst doch nicht... Doch, ich kann! Und sie wird nie wieder einen Fuß in dieses Haus setzen! Wenn sie in einer Woche nicht verschwunden ist, lasse ich die Bauarbeiten stoppen. Mach dir keine Sorgen, Freundin. Er wird sich morgen an nichts mehr erinnern. Sägespäne. Ja, Ma'am. Ich habe es auch gehört. Wie meint sie das? Der Turm, Miss Allen. Sie will von ihrer Mama, dass sie ihr einen Turm baut. Obwohl er noch nicht fertig ist, flüstert der Rose Tower Aprils Namen. Sukina hat recht. Wenn sie irgendwo zu finden sein wird, dann dort oben. Die Arbeiter haben den Turm in einer Rekordzeit errichtet. Jack Finney sagte sogar zu mir, es ist fast so, als ob ihn Rose Red selbst baut. In ein paar Tagen werden wir hier oben fertig sein, weit vor dem veranschlagten Termin. Werden Sie nicht. Ich will, dass Sie alle verschwinden. Was? Die Bauarbeiten werden sofort eingestellt, Jack. Auch die am Turm. Ich werde den Boden absperren lassen. Ein Geschäft ist leider geplatzt. Alles klar, packt euer Zeug zusammen. Das ist nicht dein Ernst, John Rimbauer. Du hast es dir selbst zuzuschreiben. Ich will, dass sie das Haus verlässt. Das kannst du mir doch nicht antun. Wenn du willst, dass die Arbeiten fortgesetzt werden, solltest du schnellstmöglich etwas unternehmen. John und ich stecken in einer Sackgasse. Am meisten Angst macht mir, dass er immer weniger zurechnungsfähig ist. Ich muss ihn aufhalten, aber ich weiß mir einfach nicht mehr zu helfen. Miss Allen? April? Turm, Sukina. April? Kleines, bist du hier? Du fehlst mir so, Liebling, hörst du? Reden Sie weiter, sie hört Sie bestimmt. Ich hab dich lieb, Schatz. Ich hab dich auch lieb, Mama.
Buße dort oben. Erinnerst du dich? Er kann es mir nicht verwehren, hier zu sein. Es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit. Ich schreibe nun aus großer Verzweiflung. Ich spüre überall die Gefahr. Die Gefahr für Sukina und mich. Nun begreife ich, was ich vor 7 Jahren noch nicht begreifen konnte, weil ich noch nicht so weit war, es zu begreifen. Mein Mutterherz weiß, was getan werden muss, während mein Herz als Ehefrau erschreckt zu schlagen fortfährt. Ich behellige Sie wirklich ungern, Mr. John. Was willst du? Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten, Sir. Ich möchte aber auch nicht Ihre kostbare Zeit vergeuden. Das tust du bereits, also was willst du? Red gefälligst oder verschwinde. Ich hatte gehofft, Sie sind ein guter Geschäftsmann und ich bin eine praktisch veranlagte Frau. Und wenn ein Geschäft geplatzt ist, kann womöglich ein anderes eingefädelt werden. Verzeihen Sie, Mr. John. Ich habe Sie falsch eingeschätzt. Warte. Komm zur Sache, worum geht's? Als ich spürte, wie warm und feucht der heutige Abend ist, ist mir bewusst geworden, dass mein Zimmer kein richtiges Fenster hat. Ich werde nicht mehr lange in diesem Haus sein, wie Sie ja wissen. Was führst du im Schilde? Ich dachte, diesbezüglich an den Turm, Sir. Und an die leichte Brise, die dort oben in so einer Nacht zu spüren sein wird. Aber er ist leider abgeschlossen. Niemand kann hoch und ihn betreten, das ist schade. Wir wären dort völlig ungestört. Miss Ellen wird nichts davon erfahren. Nur Sie und ich werden unser Geheimnis kennen, Mr. John. Geh vor. Sie sich an Afrika? Heute Nacht werden Sie bekommen, was Sie verdient haben. Wir könnten ein Spiel spielen. Wie finden Sie das? Kommen Sie. Ich flüstere es Ihnen ins Ohr. Sind Sie für das hier bereit, Sir? Daddy? Help me! Ah!
aufzuschreiben, welche Stute sie zu retten aussieht. Gerade du hast die Unverschämtheit, das zu sagen, John Rimbauer! In diesem Haus wird von nun an nicht mehr gesündigt. Wir haben natürlich geschlafen, als er gesprungen ist. Natürlich. Er wurde vom Alkohol in den Wahnsinn getrieben. Von dem oder durch die Krankheit? Rufen Sie die Polizei. Das muss ich als neuer Hausvorstand. Und dann sollen Sie jemanden nach Adam schicken. Mr. Rimbauer! Wie ist das passiert? Das schöne Glas. Werden wir auf der Veranda frühstücken, Ellen? Auf gar keinen Fall. Im Turm natürlich. Das Haus ist längst noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Jack Finney wird sich wünschen, selbst hier wohnen zu können. Ich kann alles so verändern, wie ich möchte. Dann soll es der Turm also sein. Oh ja. Wir haben viel nachzuholen, meine Tochter und ich.